Reit anders, hier mit einer Sondermeldung. Das Abendland geht unter und die Scharia wird eingeführt. OMG, das klingt alles sehr dramatisch. Was ist passiert? Yasmin Fahimi soll neue SPD-Generalsekretärin werden. Sie tritt die Nachfolge von Andrea Nahles an, die Bundesarbeits- und Sozialministerin wurde. Fuck! Ihr Name klingt nicht deutsch. Und jeder weiß, was das bedeutet. Sie will die Scharia einführen. Typisch für diese Scharia-Partei Deutschlands. An die Leute, die sowas schreiben. Ihr habt doch offenbar Internet, sonst könnt ihr die solchen Unsinn noch gar nicht online stellen. Habt ihr euch mal die Mühe gemacht, vielleicht 2 Minuten auf Google zu gehen und einfach mal zu gucken, wer Yasmin Fahimi eigentlich ist? Yasmin Fahimi wurde 1967 in Hannover geboren. Ihr Vater Iraner, die Mutter Deutsche. Sie studierte Chemie, arbeitete für die Gewerkschaft IGBCE und ist seit 30 Jahren SPD-Mitglied. Und diese angeblich Scharia einführende Iraner-Islamistin zelebriert ihren ultraorthodoxen Glauben unter anderem damit, mit einem Mann zusammen zu sein, der Michael heißt. Michael, so wie Erzengel Michael, der Schutzpatron der katholischen Kirche. Jetzt besteht unsere Bundesregierung ja schon zu einem Großteil aus Ostdeutschen und Ausländern. Wie soll das noch enden? Ich überspringe an der Stelle mal den Teil, dass man als Generalsekretärin nicht Teil der Bundesregierung ist, aber kleiner Faktencheck einfach für Spaß. Wie viele Ausländer und, abgesehen von Merkel, wie viele Ostdeutsche haben wir denn als Minister in der Bundesregierung? Gar keine Ausländer und eine Frau aus Frankfurt-Oder? Scharia-Alarm! Diese Partei ist nicht mehr wählbar. Richtig. Denn eine Partei, die Menschen nicht aufgrund des Klangs ihrer Nachnamen von vornherein aussortiert, ist mir für die Vertretung meiner Interessen einfach nicht oberflächlich genug. Mich würde interessieren, ob Frau Fahimi auch noch einen türkischen Pass hat. Wenn ja, dann sehe ich das als sehr problematisch an. Guter Punkt, guter Punkt. Wenn sie in Hannover geboren ist, mit iranischem Vater und deutscher Mutter und dann einen türkischen Pass hätte, das wäre echt problematisch. Was aber wirklich krass ist, ist, dass sie bereits mit 17 Jahren in die SPD eingetreten ist. Mit 17. Wisst ihr, wo ich mit 17 war? Es war die Time of my life. Fahimi, schön Migrationsbonus bei der SPD eingeheimst. Migrationsbonus, ja? Ich sag mal so, sofern es einen derartigen Bonus gäbe, würde er allein dadurch wieder entwertet werden, dass man sich ein Leben lang so einen Scheiß anhören muss. Ist doch wirklich so, egal was sie machen. Entweder ihr werft ihnen vor, dass sie es eh zu nichts bringen werden, weil sie dumme kriminelle Ausländer sind, oder dann, wenn sie es zu etwas bringen, dann auch wieder nur, weil sie total ungerecht in diese Position gekommen sind, als Quotenmigrant oder na. Migrationsbonus. Dass man sich als in Deutschland geborene Akademikerin nach 46 Jahren immer noch als faule Scharia-Türkin beschimpfen lassen muss, das ist der Bonus, von dem ihr sprecht. Habt ihr ganz toll hinbekommen, ihr Wichser. Ich jedenfalls wünsche Ihnen in Ihrer neuen Position viel Glück, viel Erfolg und schäme mich ehrlich gesagt dafür, dass wir in Deutschland im Jahr 2013 und 2014 immer noch so eine Diskussion führen müssen. Habt ihr ganz toll hinbekommen.